Willkommen hier zurück zu Cry of Fear. Eine neue Aufnahmesession steht hier an, in dieser psychisch kranken Welt. So oder ähnlich wird es hier sein, weil es ist doch nicht normal hier. Wir haben auch eine ganze Menge Munition bekommen. Ganze 10 Packungen. Eine ganze Menge also. Und hier haben wir eine ganz, ganz große Tür. Und geh mal hinein und lass uns überraschen, was dieses Spiel hier noch für Gemeinheiten parat hält. Wir machen erstmal Licht. Mit einem Feuerzeug. Wir haben Feuerzeug? Nein. Was ist das, ein Sensenmann? Du Scheiße! Der will uns umflensen. Bock auf einen Flensburger? Nee, der war schlecht. Scheiße! Verdammt! Der geht nieder? Wow! Der hat irgendein Auge am Rücken? Das ist verwundbar. Scheiße, nein! Nein! Immer weg! Okay. In den Rücken hinein. Immer in den Rücken. Scheiße, was ist das für ein Viech? Nein, ich bin festgebackt. Nein! Der flänzt uns hier echt um. Scheiße. Ja, so viel zum Thema Gemeinheiten. Ja, was für ein toller Beginn hier. In diesem neuen Part. Was für eine stürmische Begrüßung. Scheiße. Ja, ja. Wie soll ich den bloß down bekommen? Na, immerhin habe ich schon mal so einen Lösungsweg hier gefunden, wie das gehen könnte. Aber ganz ehrlich, was für ein kranker Bastard ist das? Ich will es gar nicht wissen. Was soll ich dazu noch sagen? Okay, nochmal das Ganze. Wir beeilen uns mal und müssen hier aufpassen. Ich will nicht festgebackt werden. Ich will mich nicht festbacken. Ich will mich nicht töten lassen von der Uhr. Okay. Ich sollte auch, glaube ich, mal mich hier ausrüsten mit meinem Dingens. Oh, nein, nein, nein. Geh weg. Hau ab, du Penner. Manometer knapp. Nachladen auch noch. Scheiße. Scheiße, scheiße. Nein, ich bin hier weg. Ich will hier weg. So. Wir müssen ihn treffen. Nein, ich will auch zurück. Ich will nicht sterben, will nicht sterben, will nicht sterben. Du scheiß Sauer, Sauer. Tim Sawyer. Dem Tim Sawyer heißt er neuerdings auch. Nachladen, nachladen, treffen, 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 treffen. Nein! Fuck. Und ab in den Rücken. Der ist noch immer nicht down. Tim Sawyer, Tim Sawyer. Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Nachladen, schon wieder nachladen. Lad doch schneller nach, Junge. Nein. Zurück. Nichts wie ab in den Rücken. Wir haben es geschafft. Und der Sauer sägt sich den Kopf ab. Und wir kotzen eine Runde. Ich kann es verstehen. Ich kann es echt nachvollziehen. Was für ein krankes Spiel. Doch wir haben es irgendwie gepackt. Puh, das war dann wohl ein Bosskampf. Und was passiert? Eine Erinnerung? Scheinbar, oder? Aber was? Was passiert? Wo sind wir? Wir sind wieder woanders? Did I pass out? Huh? Who's that? Wer ist da? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait. Why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something?
look like I want to turn into one of them. I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Das ist der erste Mensch. Der erste Mensch, den wir hier seit dem ganzen Spiel sehen. Kapitel 2. Wer ist dieser Doktor? Das frage ich mich auch. Wer ist das? Und wer sind wir und was können wir hier? Und es ist nicht zu glauben. Also ich glaube echt, wir spinnen. Ich glaube, Simon ist nicht ganz dicht im Kopf, weil wie können wir jetzt aufwachen? Und oder wurden wir verschleppt in irgendeine abgelegene große Insel mit einer leeren Stadt? Oder ich habe keine Ahnung, was es hier eigentlich alles ist. Wir werden dann wohl den Doktor suchen müssen. Okay, die ist verschlossen, die Tür. Und wir können erstmal in Ruhe speichern. Der Boss ist dann doch relativ fix besiegt worden. Wir sind nur einmal durchgesägt worden. Das ist schon mal ganz ordentlich, aber was für ein dummer Idiot. Puh, okay, raus hier. Nein! Scheiße! Fuck. Erstmal rein hier, was sind das für Spinnmenschen hier? Es ist nicht zu glauben. Okay, wir laden mal ganz fix nach hier. Wir haben echt keine Verschnaufspause. Hier geht's andauernd weiter mit irgendwelchen verdammten, missgierigen Dingern. Können wir die hier öffnen, die Dinger? Die Schächte? Haben wir hier Spritzen oder sowas? Oder Munition? Scheinbar nicht. Dann mal raus. Nein! Fuck! Manometer, Manometer, dreimal schwarze Mistdinger. Wie sehen die denn überhaupt aus? Also ganz komisch. Und die krabbeln. Sind das irgendwie erwachsene Kleinkinder oder sowas? Die nicht ganz dicht sind? Puh. Wohin geht's hier? In einen Raum, wo wir Weinflaschen haben. Oder sowas in der Art zumindest. Aber ansonsten kann ich hier zumindest nichts sehen. Puh. Unser erster Boss. Und jetzt hier komische Spinnmenschen. Also das kann ja heiter werden hier. So, wohin geht's hier? Oder waren wir hier gerade? Ist das der Ausgangsraum? Wo wir quasi wieder zurückgehen oder so? Ich weiß es nicht. Und hier geht's raus. Zum ersten Mal seit langem wieder draußen und es regnet. Okay. Sind wir hier draußen? Oh, die Polizei! Polizei, wir sind hier. Wir wurden angegriffen von irgendwelchen Monstern. Die Pfütze. Sie spiegelt uns nicht wieder. Sind wir ein Monster? Sind wir auch einer von denen? Okay, hier geht's weiter. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Kleine Mistviecher! Die haben sogar Hammer in der Hand. Nicht zu glauben. Was haben die für Säcke über den Kopf? Sind das Säcke? Oder, nee. Die sehen wohl naturgetreu aus. Mit einem schicken Lächeln. Ja, ja, so muss das sein. Mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Durchs Krabbelleben. Scheiße. Nein, noch mehr! Zwei gezielte Schüsse. Und das war's. Dennoch sehr unangenehm, solche Krabbeldinger zu haben. Puh. Da geht's wieder rein.
Ist abgeschlossen. Aber ein Keypad, wo wir wahrscheinlich eine Nummer eingeben müssen oder sowas. Nur welche? Scheinbar verkehrt. Aber wo ist die richtige Nummer? Oder wie können wir die rausfinden, die Nummer? Ich weiß es nicht. Haben wir vielleicht drin was übersehen? Eine Nummer? Eine Geheimzahl? Nummer? Irgendwas? Bestimmt, oder? War wieder viel zu schnell wahrscheinlich. Können wir die irgendwie aufheben? Diese Zeitschriften hier oder so? Und haben wir vor allen Dingen wieder solche Monster da? Man weiß es nicht. Ich sollte auch mal wieder Dual Wield machen. So. Okay. Wo geht's nochmal jetzt ganz zurück? Die vollkommene Desorientierung hier. Genau, hier geht's zurück. Habe ich hier irgendwo welche Zettel übersehen, die ich aufnehmen kann oder so? Muss ich doch garantiert haben, liebe Freunde. Und wer ist dieser verdammte Doktor? Der muss doch auch eine Bedeutung haben. Können wir den irgendwie wiederfinden? Und wenn ja, wo? Und hat der keine Angst vor diesen ganzen Dämonen? Oder läuft er da durch oder so? Oder besiegt er die auch? Oder ich habe keine Ahnung. Wir haben hier Waschbecken. Haben eine ganze Menge, aber anscheinend nichts, was uns hilft. Eine Spritze? Nee. Ein Kugelschreiber. Ach, Munition. Kann ja wohl nicht sein. Fast übersehen. Okay. Aber hier haben wir ansonsten scheinbar nichts. Hier vielleicht. Nein! Puh, war der hier vorher schon? Oh. Eine Spritze. Nehmen wir gerne so mit. Aber mehr haben wir hier offensichtlich nicht. Manometer, Manometer, dreimal schwarzer Peter. Können wir hier den Aufzug benutzen? Nee. Da ging es auch nicht weiter. Hier war der Doktor, hier können wir speichern, aber... Wir haben hier drin scheinbar doch keine Nummer oder keine Geheimziffer, die wir hier irgendwie entnehmen können. Von daher werden wir wohl draußen nochmal gucken müssen. Im strömenden Regen, wo wahrscheinlich wieder tausende von diesen Spinnenviechern lauern werden. Aber wo kann das hier sein? Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein, oder? Momentchen mal, da hinten. Nummer mit dem Handy anrufen. Drücke Z. Okay. Herausgerissene Magazinartikel. Das meiste davon ist zu dreckig, um es zu erkennen. Es scheint ein Artikel über Depression zu sein. Kommt dir das bekannt vor? Nicht länger warten. Wähle 543214. Schreib mal ganz kurz auf. 543214. Alles klar. Und lass dich beraten. Okay. Depression. Aber... Ein Hinweis vielleicht? Okay, wir telefonieren mal. Drücke Z, aber nichts passiert. Das ist ja auch komisch. Okay, dann würde ich mal sagen, wenn das hier schon nicht so klappt, wie ich will, beende ich hier diesen Part und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter bei Cry of Fear. Und bis dahin, macht's gut.